Na, auch gelangweilt vom ewigen Runde ins eckige Hin-Her-Heul-Schreispiel? Keine Sorge, wir haben was für dich. Hä? Alex Upatov präsentiert Fußball 2, die Rache des Kaisers. Nie wieder langweilige 0-0-Spiele. Vor Anpfiff wird eine Münze geworfen und der Verlierer kassiert direkt 5 Tore. Da kommt Spannung auf. Aber keine Angst, nur weil deine Mannschaft mit 5 Toren im Rückstand startet. Es ist immer noch mehr als alles offen, denn das Spielfeld hat ebenfalls 5 Tore. 2 pro Mannschaft und ein Joker-Tor, das immer wieder heimtückisch die Mannschaft wechselt. Du fragst dich, 5 Tore, aber nur ein Ball? Junge, wir sind noch nicht bei armen Leuten. 5 Tore, 11 Bälle, 22 Spieler und 4 Geländewagen. Oh ja, wir hören bei Sponsoring nicht bei den Trikots auf. Bei uns kriegen die Sponsorenwagen eigene Trikots und dürfen aufs Feld. Pass auf, Schweinsteiger, hier kommt Dortmunds neuer Star, der Opel Kevin. Und oh oh, nur noch 2 Minuten vor der Halbzeit, dann ist es wohl Zeit für die Tigerrunde. Und damit es für den Fan während der Halbzeit nicht zu langweilig wird, haben wir uns auch was überlegt. Bei Fußball 2 Events gibt es kein Bier, denn Bier ist was für die B-Mannschaft. Deshalb trinken wir 4. Schmeckt genau wie Bier, hat aber 40% Alkohol, 40% Koffein, 40% menschliches Blut und 400% Fanliebe. Hey Bartender, 4-4 bitte. Mit unseren Hooligans will sich ganz bestimmt niemand anlegen. Weiter geht's. Genervt vom ewig kontroversen Unparteiischen? Wir auch. Was hat Fußball mit Neutralität zu tun? Wir sind hier nicht in der Schweiz. Weg mit ihm. Bei Fußball 2 gibt es auch 2 Schiedsrichter. Und die sind komplett parteiisch, denn sie gehören jeweils zu einer Mannschaft und pfeifen nur zu deren Gunsten. Obendrauf haben sie auch jeweils ein kleines Tor auf ihrem Kopf. Und falls jemand dieses Tor trifft, so muss dieser Schiedsrichter 5 Minuten auf die Bank. Was normalerweise sehr gut ist für den anderen Schiri, außer natürlich es ist... Tigerrunde. Und wo wir gerade von der Bank reden, vorbei sind die Zeiten, in denen die Trainer sinnlos am Spielfeldrand rumstehen und sich an den Eiern schnüffeln. Bei uns kriegen beide Trainer eine Paintball-Knarre mit unendlich Munition. Schnüffel mal das! Und wenn trotz allem aus irgendeinem Grund Langeweile aufkommt, so hat Franz Beckenbauer jederzeit einen roten Knopf, mit dem er den Sudden-Death-Modus freischalten kann. Woraufhin das gesamte Feld langsam mit Lava geflutet wird, zufällig verteilte Katapulte und Selbstschussanlagen werden aktiviert. 4 mit 4 vollgetankte Fans dürfen ins Spiel und die Trainer kriegen scharfe Munition. Also, du guckst immer noch Fußball? Geh nach Hause, Yogi Lame. Schalt ein bei Fußball 2 und erwecke den Kahn in dir. Tigerrunde.